Osterfestspiele 2023. Ö1 brachte das Eröffnungskonzert im ersten Zyklus des vierteiligen Osterfestspiel-Abonnements mit Werken von Sofia Gubaidulina und Anton Bruckner. Zuletzt musizierte das Leipziger Gewandhausorchester unter der Leitung von Andres Nelsons die Symphonie Nummer 7 in E-Dur von Anton Bruckner. Die Gäste aus Leipzig setzen damit eine lange Tradition der Brucknerpflege fort. Sie sind Residenzorchester der heurigen Osterfestspiele und sie gestalten auf Einladung des künstlerischen Leiters Nikolaus Bachler das erstmals neu ausgerichtete Programm des Osterfestivals an der Salzach. Das war eine Ö1-Produktion des Landesstudios Salzburg. Die Aufnahme entstand am 2. April im großen Festspielhaus. Tonmeister war Robert Pawlecka. Tontechnik Bernhard Fuchs und Maximilian Hofer. Musikalische Aufnahmeleitung hatte Florian Rosensteiner. Und auf Ö1 erwarten Sie weitere Osterfestspielproduktionen. Und zwar am Samstag, den 15. April, präsentiert Ihnen Michael Blees Richard Wagners Tannhäuser von den diesjährigen Osterfestspielen mit Jonas Kaufmann in der Titelrolle. Und in der Matinee am Sonntag, den 23. April, steht das Chorkonzert der diesjährigen Osterfestspiele am Programm, ein deutsches Requiem von Johannes Brahms mit Julia Kleiter und Christian Gerhaha, dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Andres Nelsons. Gerti Mittermeier verabschiedet sich nun herzlich von Ihnen, auch im Namen von Tonmeister Thomas Schitter. Wir wünschen Ihnen einen schönen Ostermontag mit dem Programm von Österreich 1.